Münzen im Sparschwein, die eingemachten Kirschen im Vorratskeller, sich etwas zur Seite packen für später, das kennt jeder. Ähnlich funktioniert das mit Energie. Überschüsse speichern und bei Bedarf als Wärme oder Strom wieder ins Netz einspeisen. Das übernimmt der innovative Stahlspeicher, den die GEWOBAG in einem Wohnquartier in Tegel einsetzt und damit heute effizient für morgen wirtschaftet. Carsten Mitzinger, Geschäftsführer der GEWOBAG ED, erinnert sich an die Anfänge des Projekts. In 2014 haben wir mit der Entwicklung eines Energiekonzeptes für 1700 Wohneinheiten im Bottroper Weg begonnen. Haben dieses fortgeführt mit der Inbetriebnahme des Blockheizkraftwerkes, was zum damaligen Zeitpunkt das größte Blockheizkraftwerk in der Wohnungswirtschaft in Berlin war. Und wir haben dieses Projekt und dieses Energiekonzept jetzt um den innovativen Stahlspeicher erweitert, mit dem wir überschüssigen Strom aus dem Umland von Berlin einspeichern können und im Bedarfsfall in Form von Wärme oder theoretisch auch von Strom wieder in die Netze abgeben. Ulrich Prochaska vom Startup Lumenion weiß, was der Stahlspeicher leisten kann. Den Speicher, den wir hier errichtet haben, haben wir mit einer Größe von 2400 Kilowattstunden Energiekapazität konstruiert. Wir können ihn mit 300 kW elektrischer Leistung beladen, heizen ihn von 250 Grad als Minimaltemperatur bis über 600 Grad Maximum auf. Lumenion hatte die Idee für das Projekt. Sie sind dann auf uns zugekommen und haben uns die Idee vorgestellt. Wir waren so begeistert von der Idee, dass wir dann Vattenfall noch mit ins Boot geholt haben, um in weiteren Gesprächen dann eine Entscheidungsvorlage zu entwerfen, auf dessen Grundlage dann das Projekt umgesetzt wurde und wir jetzt aktuell im Probebetrieb der Anlage sind. Durch die GEWOBAG wurde das Projekt erst ermöglicht. Wir haben die Gespräche mit den Partnern gesucht und durch das Vorantreiben des Projekts auch die erfolgreiche Umsetzung im Endeffekt vorangetrieben. Lumenion war für die technische Umsetzung des Ganzen verantwortlich und hat natürlich auch die Idee geliefert und Vattenfall hat die Technik dann in das bestehende System integriert. Also die Zusammenarbeit mit den Projektpartnern war sehr gut. Lumenion hat uns angesprochen, ob wir das hier so realisieren können. Wir wussten, dass wir hier eine gute Möglichkeiten haben, dieses Projekt umzusetzen. Die elektrische Einbindung ist vorhanden, das ist wichtig, damit man die Strommengen hierher kriegt. Und Lumenion ist dann als unser Unterlieferant hierher gekommen und hat dieses Objekt gebaut und wir haben das begleitet. Christian Feuerherd vom Projektpartner Vattenfall macht sich für Klimaschutz stark, auch aus ganz persönlichen Gründen. Als Unternehmen verfolgen wir die Strategie, innerhalb einer Generation ohne fossile Brennstoffe auszukommen. Und wir alle arbeiten hart daran, dieses Ziel zu erreichen. Und ganz persönlich habe ich das Ziel, meinen Kindern einen lebenswerten Planeten zu hinterlassen. Das Projekt Stahlspeicher wurde nun sogar mit dem BBU Zukunftsaward ausgezeichnet. Der BBU Award 2020 stand unter dem Fokus Klimaschutz und Energie. Die GEWOBAG hat dort den ersten Preis in der Kategorie Gesellschaften gewonnen. Für die Implementierung erneuerbarer Energien in die Wärmeversorgung von Bestandsgebäuden mittels Sektorkopplung. Das ist eigentlich ein Projekt, was eher im Industriebereich anzusiedeln ist. Und deshalb ist es aus meiner Sicht umso wertvoller. Mit den Erfahrungen dieses besonderen Projekts sind Vattenfall und die GEWOBAG als langjährige Partner natürlich immer auf der Suche nach weiteren Möglichkeiten, die Energiesysteme weiterzuentwickeln, ob mit der Stadtwärme hier in Berlin oder mit dezentralen Lösungen. Wir sind sehr stolz auf diesen Preis, der auch bundesweit sehr regen Zuspruch gefunden hat. Und in dem Zusammenhang möchte ich mich nochmal bedanken für die gute Zusammenarbeit mit den Beteiligten der GEWOBAG und den Projektpartnern. Und insbesondere auch ein Dankeschön an das ED-Team, das mit seinem Engagement maßgeblich zum Erfolg derartiger Projekte beiträgt.